Ein Verkehrsflugzeug hebt mit einer Geschwindigkeit von rund 300 Stundenkilometern vom Boden ab. Allein über Europa fliegen täglich 27.000 Maschinen. Im Jahr 2014 nutzten mehr als 3,3 Milliarden Menschen das Flugzeug als Verkehrsmittel, darunter 187 Millionen Deutsche. Das Flugzeug gilt seit langem als das sicherste Verkehrsmittel überhaupt, doch wenn etwas passiert, ist die Erschütterung darüber umso größer. Der mit Absicht herbeigeführte Absturz der Germanwings-Maschine 4U9525 über den französischen Alpen im März 2015 kostete 150 Menschen das Leben und übersteigt die Grenzen des Fassbaren. Nun stellten das Bundesverkehrsministerium und der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, kurz BDL, einen Zwischenbericht der im April eingerichteten Taskforce vor, die zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten im Luftverkehr prüft. Im Ergebnis halten wir fest, die Cockpit-Tür hat eine ganz wesentliche Sicherheitsfunktion. Sie besteht darin, dass niemand, der nicht autorisiert ist, auch nicht in das Cockpit hineinkommt. Diese Funktion hat sich außerordentlich bewährt und muss erhalten bleiben. Wir plädieren dafür, dass es keine kurzfristigen Änderungen hier vorgenommen werden, keine kurzfristigen Änderungen hier gibt. Langfristig könnten bei der Neuentwicklung von Flugzeugen bauliche Optionen geprüft werden. Denken Sie nur etwa an eine Schleuse zwischen Cockpit-Tür und Kabine, aber das sind langfristige Optionen. Die nach dem Absturz der Germanwings-Maschine von vielen Fluggesellschaften selbst auferlegte Regelung, dass das Cockpit zwingend mit zwei Personen besetzt sein muss, hält Matthias von Randow, Leiter der Taskforce, für sinnvoll, sieht aber einen höheren Bedarf bei der Optimierung der Tauglichkeitsprüfung. Erstens, ja, es bedarf einer verstärkten, auch diagnostischen Sensibilisierung aller Beteiligten für psychische Erkrankungen oder Auffälligkeiten. Dazu gehört auch die Information für die untersuchenden Fliegerärzte über geeignete Ansprechpartner bei der Feststellung psychischer Störung sollte verbessert werden. Zweitens, von ganz wesentlicher Bedeutung sind Anlaufstellen. Anlaufstellen, an die sich Crewmitglieder wenden können, wenn sie bei sich selbst oder bei Kollegen psychische Probleme feststellen. Hier verfügen die BDL-Fluggesellschaften über Vertrauensteams und externe Hilfegruppen. Diese Anlaufstellen haben sich in jeder Hinsicht bewährt. Bei Prävention, bei Behandlungsberatung und auch bei Hilfe. Sie werden von den Crews angenommen und sollten weiter gestärkt werden. Was heißt das? Die Fluggesellschaften sprachen sich erstens dafür aus, im Rahmen einer Selbstverpflichtung diese Anlaufstellen zu einem Industriestandard zu machen. Und zweitens schlagen wir der Taskforce vor, dass der europäische Gesetzgeber solche Anlaufstellen verbindlich vorschreiben sollte. Drittens das Thema Kontrolle auf den Konsum von Medikamenten, Drogen und Alkohol. Hier sagt die Taskforce, eine Kontrolle auf den Konsum von Medikamenten, Drogen und Alkohol bei der medizinischen Erstuntersuchung wird befürwortet und sollte Standard sein. Darüber hinaus haben wir in der Taskforce auch beraten und eine Offenheit festgestellt gegenüber Zufallskontrollen bei Piloten. Die Entscheidung zu der Frage, ob diese nun verbindlich eingeführt werden sollten, wie dies gegebenenfalls geregelt umgesetzt werden könnte, hat die Taskforce noch zurückgestellt. Die USA haben hierzu relevante Erfahrungen. Deswegen haben wir zunächst das Luftfahrtbundesamt gebeten, die zu dieser Thematik vorliegenden Studien, Regeln und Erfahrungen der US-Luftfahrtbehörde FAA auszuwerten. Der Minister hat das aufgegriffen, das Luftfahrtbundesamt wird dieses tun. Ich komme zum vierten und letzten Punkt, Informationsfluss und Transparenz bei den Untersuchungen und bei den Untersuchungsbefunden. Worum geht es eigentlich hier? Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Qualität einer flugmedizinischen Tauglichkeitsfeststellung ist, dass sowohl die untersuchenden Mediziner, Psychologen und Psychiater, genauso wie auch die kontrollierende Aufsichtsbehörde, jederzeit vollen Einblick in die vollständige Untersuchungshistorie erhalten können. In Deutschland praktizieren die Behörden das in Umsetzung des europäischen und deutschen Rechts
mit einem Verfahren der Pseudonymisierung, der Minister hat das angesprochen, eine Anonymisierung bei der Übermittlung der Befunde an die Behörden. Diese Verfahren spiegeln die Anforderungen des Datenschutzrechts und der ärztlichen Schweigepflicht wider. Wir haben das sehr ausgiebig in der Taskforce diskutiert. Im Ergebnis haben wir vorgeschlagen, dass Alternativen entwickelt werden, Verfahren, mit denen unter Wahrung von Datenschutz und ärztlicher Schweigepflicht die Komplexität des Informationsflusses reduziert werden kann und damit die Untersuchungs- und Kontrollpraxis vereinfacht wird. Unter den Fluggästen am Flughafen Tegel dürfte wohl kaum ein Passagier sein, der nicht vom Absturz der Germanwings-Maschine im März dieses Jahres gehört und bei dem sich das Ereignis im Gedächtnis festgesetzt hat. Aber das Ereignis hat mich jetzt nicht so beeinflusst. Also menschlich natürlich schon, aber jetzt nicht, was mein Sicherheitsgefühl oder so betrifft. Völlig angstfrei bin ich nicht, aber man weiß ja, dass es ein sicheres Verkehrsmittel ist. Ich weiß nicht, ob ich je mit einem Germanwings geflogen bin, aber ich bin mir nicht sicher, dass ich das machen würde. Also gut, das hätte vielleicht auch mit anderer Gesellschaft passieren können, aber immerhin, ich finde es so unvorstellbar, dass ein Mensch das machen kann. Berufspiloten müssen ihre Flugtauglichkeit alle 6 Monate testen lassen. Die Überprüfung beinhaltet unter anderem eine umfassende körperliche Untersuchung, Hör- und Sehtests sowie eine Blut- und Urinanalyse. Stellt der Fliegerarzt eine psychische Auffälligkeit fest, wird eine Untersuchung durch einen Luftfahrtpsychologen angeordnet. Zum obligatorischen Teil der Tauglichkeitsprüfung gehört dies in Deutschland jedoch nicht. Im Bereich der Flugmedizin lassen Sie mich darauf hinweisen, dass Depressionen heute auch eine weit verbreitete Krankheit sind, die in den meisten Fällen, so wird mir dies auch von Fachleuten geschildert, gut heilbar ist. Deswegen ist es ein bedeutendes und wichtiges Anliegen, dass wir die Betroffenen ermutigen, sich zu öffnen und mit dieser Erkrankung auch gegenüber Medizinern und ihrem Unternehmen offen umzugehen. Piloten haben heute bereits die Möglichkeit, Anlaufstellen bei den Luftfahrtunternehmen aufzusuchen. Die Taskforce empfiehlt, dass diese Möglichkeit weiter gestärkt werden soll und auf europäischer Ebene auch eine Diskussion geführt werden soll, dass die Anlaufstellen verbindlich vorgeschrieben werden. Ich weise aber noch mal darauf hin, dass dies bei den Unternehmen hier ohnehin schon so der Fall ist. Wir haben weiter beraten, wie man den Bereich der pseudonymisierten Verfahren ohne Einschränkung des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht mit Alternativen versehen kann, die weniger komplex sind. Das ist als Auftrag zu verstehen, auch an unser Haus darüber sich Gedanken zu machen, ob es weitere Verfahren dazu geben kann. Wir werden im Bundesverkehrsministerium eine Expertenkommission einberufen, die die Pseudonymisierung der Daten sich explizit nochmal erarbeitet. Und wir werden im LBA eine Kommission haben, die sich mit den Regeln der Medikamenten, Drogen und dem Bereich des Alkohols auseinandersetzt. All dem ist übrigens gemeinsam, dass es nicht leicht einseitige nationale Regeln geben kann, um eine Sicherheitsarchitektur zu verbessern, sondern das muss in einem europäischen Kontext gesehen werden. Und deswegen wird der Bericht der Taskforce auch der EASA übermittelt. Der Zwischenbericht soll auch Grundlage für weitergehende Arbeiten unter unserer Begleitung auf europäischer Ebene unter dem Dach der EASA sein. Die Taskforce setzt ihre Prüfungen fort, um das sicherste Verkehrsmittel noch sicherer zu machen. Auf das noch mehr Flugzeuge nicht nur sicher starten, sondern vor allem unbeschadet landen.